25 Jahre Wohnungsbaugesellschaft und 5 Jahre Stadtwerke Strom-Plauen. Die Geburtstagsparty im Doppelpack steigt am 5. September auf dem Theaterplatz in Plauen. Es ist Mittwoch, der 2. September und damit herzlich willkommen zu Vogtland aktuell, Ihrem täglichen Nachrichtenmagazin aus der Region. Und das sind heute unter anderem unsere Themen. Landratsamt gewinnt 6 neue Lehrlinge. Brunner bejubeln historisches Großereignis. Und Betreuungsverein Vogtland feiert 20. Jubiläum. Lange war es gefürchtet und am 18. Juni hat es der Kreistag dann auch beschlossen. Die Kürzungen im Sozial- und Jugendbereich will der Kreisjugendring nicht hinnehmen und startet morgen Nachmittag gemeinsam mit der Liga der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im Vogtlandkreis eine Demonstration inklusive Autokorso. Die beiden Organisatoren sehen den sozialen Frieden im Vogtland gefährdet und fordern die Rücknahme des Kreistagsbeschlusses. Circa 150 Teilnehmer und 100 Fahrzeuge werden zunächst 15 Uhr in Reichenbach erwartet. Dann startet der Korso über Rodewisch, Auerbach und Falkenstein nach Plauen. Auf dem Altmarkt der Spitzenstadt soll gegen circa 17 Uhr eine Abschlusskundgebung erfolgen. Neue Schützlinge begrüßt. Heute Vormittag hieß Landrat Rolf Keil 2 junge Frauen und 4 Männer in ihrer Ausbildung willkommen. Die zukünftigen Verwaltungsfachangestellten und Straßenwärter haben sich für eine Lehre im Landratsamt entschieden. Es gibt Gott sei Dank immer noch viele Interessenten, die auch im öffentlichen Bereich gerne arbeiten wollen. Ich hatte es den Lehrlingen schon gesagt, man arbeitet mit den Menschen, man hat einen Kontakt, man ist Dienstleister und ich denke, das ist schön attraktiv. Leider würden wir noch viel mehr ausbilden, wenn das denn möglich wäre, weil ich die Altersstruktur bei uns im Hause sehe, dann haben wir in den nächsten Jahren viel mehr Bedarf, aber man hat halt immer nur auch diese Zwänge des Stellenplanes, dass man immer nur so viel ausbilden kann, wie man tatsächlich dann ersetzen müsste. Voraussetzung für eine Ausbildung im Landratsamt ist ein Realschulabschluss oder Abitur. Zunächst lernen die Jugendlichen die Strukturen des Landratsamtes kennen, bevor die normale Ausbildung beginnt, so Landrat Rolf Keil. Während die 6 Lehrlinge ihre praktischen Erfahrungen vor Ort sammeln, gibt es den theoretischen Teil an den Berufsschulen in Zwickau. Momentan werden 21 Frauen und Männer im Landratsamt ausgebildet. Nicht nur das Landratsamt bildet wieder aus, auch viele Unternehmen der Region ziehen sich ihre Arbeiter von morgen heran. So auch die Wernesgrüner Brauerei. 3 neue Auszubildende beginnen dort ihre Lehre als Brauer bzw. Melzer oder Mechatroniker. Erstmals seit mehreren Jahren erlernt auch wieder eine junge Frau den Beruf als Melzerin. Agnes-Sophie Pasemann aus Wolfsburg wird die nächsten 3 Jahre die Männerdomäne in Wernesgrün aufmischen. Insgesamt 7 Lehrlinge bildet die traditionelle Brauerei derzeit aus. Brunner feiern Zeppelinlandung. Über 800 Besucher kamen am vergangenen Wochenende in den kleinen Ortsteil von Reichenbach, um gemeinsam das größte Ereignis der Ortsgeschichte zu feiern. Eröffnet wurde das 2-tägige Zeppelinfest am Freitagabend durch Oberbürgermeister Dieter Kiesling und dem Ortsvorsteher Uwe Kairies. Vor 85 Jahren, genauer gesagt am 28. September 1930, landete das Luftschiff LZ-127 Graf Zeppelin, begleitet von rund 140.000 Schaulustigen, auf der Brunner Flur. Damit war der kleine Ort Brunn die erste sächsische Gemeinde, die der legendäre Zeppelin anflog. Die Ausstellung im ehemaligen Schulgebäude gab einen Einblick in die Ortsgeschichte und dem historischen Ereignis. Durch die vielen verschiedenen Angebote wie historische Vorträge, Filmvorführungen, Showprogramme, einem Hubschrauberrundflug und zahlreiche Aktionen für Kinder wurde jedem Gast die Bedeutung der Zeppelinlandung für den Ort und seine Bewohner deutlich. Das Interesse am Zeppelin, an der Ausstellung, an der Filmvorführung ist enorm. Also es kommen nicht alle nur her und wollen ihre Kugel Eis essen oder wollen ihre Roster, ihr Bier trinken. Die Ausstellung ist ständig gut besucht, der Filmsaal ist voll, Stehplätze. Also das Interesse ist immer noch groß. 2020 jährt sich die Landung zum 90. Mal. Und auch das werden die Brunner wieder gebührend feiern.
Bei einem Verkehrsunfall in Plauen wurde gestern Nachmittag ein kleines Mädchen schwer verletzt. Die 10-Jährige war mit ihrem Fahrrad unterwegs und überquerte den Fußgängerbereich der Straßberger Straße, als sie von einem Kleintransporter erfasst wurde. Der 34-jährige Fahrer bog gerade rechts in die Straße ein. Das kleine Mädchen stürzte und wurde ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug und dem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Betreuungsverein feiert runden Geburtstag. Es war kein einfacher, aber ein erfolgreicher Weg. So das Fazit des Betreuungsvereins Vogtland. Die Organisation feierte am Montag Jubiläum. Viele Weggefährten und Partner wollten mit Geschäftsführer Thomas Höllrich und seinem Team in Reichenbach auf die gute Arbeit der letzten zwei Jahrzehnte anstoßen. Seit seiner Gründung 1995 kümmert sich der Betreuungsverein um die rechtlichen Belange von Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Derzeit begleitet das Team ca. 360 Männer und Frauen, größtenteils im nördlichen Vogtland. Doch das soll sich bald ändern. Zukünftig soll auch in Plauen eine Filiale etabliert werden. Das war Vogtland aktuell für heute. Weiter geht es mit unserem Wetter. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie wollen. Tschüss!